Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Factorio. Weiterhin mit meiner Fähigkeit Labor. So. Warten gerade auf meine blöden Laufwerke. Fließbänder. Eigentlich sind 200 auf dem Weg. Ja, geht doch. Ja, die bringen die schon. Alles gut. Ich muss jetzt eh gerade ein bisschen überlegen. Wir brauchen irgendwie gerade kein Festbrennstoff. Warum? Rakete schon wieder. Die ist schon wieder fertig. What the fuck, Mann? Okay. Hat er die 200? Dankeschön. Weg damit. So. Einmal ganz kurz die Rakete starten, Leute. Satellit. Flup. Satellit. Satellit, Satellit. Und starten. Tschüss. Was haben wir jetzt hier noch? 1500. Es wird auf jeden Fall weniger. Daher ist das vollkommen okay. So. Gehen dann bis hier, gehen dann hoch. Bringen wir alles hin. Und bis jetzt, denke ich, wird das alles besser klappen, als ich gedacht hätte. So. Dann können wir diese grüne Linie schon mal anschließen. So. Da war. Jetzt müssen wir uns die roten holen von hier. Wir haben gesagt, wir machen den Teiler. Und klappt dahin. Dann nach oben. Okay, gehen wir noch einen Fünfer. Pack. Ich will eigentlich gehen einfach weiter. Es funktioniert nämlich nicht. Kriegen wir den noch länger? Nein. War nicht das große Problem. Das könnte ein Problem gleich sein. Ja, okay. Ich lasse mir schon was einfallen hier. So. So. Richtig. Wunderbar.
weil das hier gar nicht benötige. Und das ganz normal so weiterlaufen. Richtig. Den hier. Und bis da. Da. Oh. Das habe ich gar nicht gesehen. Dass ich hier so falsch gebaut hatte. Dann so. So. Jetzt warten wir aber gerade einen ganz kleinen Augenblick, dass sich das alles einpendelt. Und ich muss ja auch die blauen runterkriegen. Die blauen runterkriegen wäre eigentlich hier ziemlich... Ja. Ich habe natürlich jetzt auch den einzigsten Weg genommen, den es so großartig noch gab. Ich muss die blauen ja hier irgendwie aufs Band kriegen, ne? Man könnte die blauen von hinten einspeisen. Okay, von hinten einspeisen. Das würde bedeuten, ich muss irgendwie hier rüberkommen. Ich glaube nicht, dass ich über diese... Okay, ich könnte hier mitten durchlegen. Hier, hier, hier. Hier, ja, okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das ist nicht das große... Mein Gott, Kevin, Alter. So. Gut. Also gleich haben wir eine Schwachstelle auf jeden Fall schon mal aus. März. Sonst kriege ich nämlich hier irgendwann einen Rappel. Deswegen. Also Punkt 1 ist, wir nehmen uns nochmal von denen ein paar. Wenn wir jetzt sowieso brauchen. Also er würde von hier kommen und dann da anschließen. Ja. Das würde bedeuten, runterfahren. So. Ich mag das ja gar nicht so rum arbeiten, ne? Da werde ich blöde bei. Aber egal. So. Ich kann. So. So. Bringen wir den hier erstmal durch. So. Bringen wir den. So. Dann. Legen wir den so. Eieieiei. Dann legen wir den so, Leute, und dann sollte das Prinzip fertig sein. Man hätte es auch einfacher bauen können, aber ich bin der Meinung, so, ich brauche unbedingt Stahl. So sieht das schon gar nicht so schlecht aus. Was war das jetzt gerade? Naja. Hm.
Wenn ich den Kram nämlich dann rund zum Laufen gekriegt habe, dann sieht es ziemlich aus. Bedeutet, der muss noch dahin. Vielleicht geht es. Weiß ich aber. Er muss noch dahin. Den müssen wir immer da anschließen. Dann haben wir eh schon mal. Hier unten fehlt uns Strom. Und hier oben fehlt uns. Das reicht nicht, aber ich denke, der reicht, oder? Ja. Der legt rein. Der legt auch rein. Der auch. Aber es laufen nicht. Ja, das kann ja auch nicht laufen, ne? Das muss so, das muss so, das muss so. Ich brauche ja noch. Richtig. Ihr wisst, was ich meine. Wir gehen hier hoch, da hoch, da hoch. Das ist die Pipeline, die nämlich ein Kraftwerk zum Dingens führt. Ja, das muss getrennt werden. Hier muss einmal der rein. Dann nehmen wir uns. Einmal zu hoch gegangen. Kann ich aber mit leben. War aber nicht so geplant. So. 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 Dann nehmen wir uns. Haben wir jetzt keine mehr? Da. Blindfisch. So, und dann nehme ich mir den. Sehr schön. Die Produktion läuft. So, dann kommen da schon mal die ersten Süppchen an. Machen wir den so. Dann können wir den. So machen schon mal. Ja. So. So, so und so. Wunderbar. So. Nochmal eine ganze Ecke mehr Produktion. Wir hätten hier immer noch ein grünes Förderband über. Das werden wir jetzt sehen, wie sich das einpendelt. Sonst speise ich dieses Förderband dann unten noch damit hinein. Aber das sehe ich dann, wenn es soweit ist. Erstmal muss es laufen. Ja, so, jetzt kommt nämlich blau vom Feinsten. Und wehe, das hilft jetzt nicht. Also dann weiß ich auch nicht weiter. Also wir müssen es jetzt hinkriegen, dass blau sich speichert. Und dann können wir es größer bauen. Ganz einfach. Ja, dann ist es easy. Ne? Noch kommt es nicht alles. Ich glaube, da oben sollte dann gleich ein ganzer Schwung kommen. Wir sollten es auf jeden Fall merken, es ist dieselbe Produktion wie hier. Oh. Ich sehe gerade was, was ihr nicht seht, und das ist das. Upp. Danke. So. Ja, so dass sie sogar mal durchlaufen. Alle laufen gerade. Das ist gerade sehr angenehm. Der Vorteil ist, wenn diese hier schon stehen, weil blau voll ist, produziert die andere immer noch. Und das ist gar nicht so falsch. Wir sollten dann einen ziemlich großen Puffer bekommen.
Aber erstmal müssen wir anfangen, ob sich das überhaupt ausgeht, dass sich auch wirklich mal was speichert, ja. Weil gelb ist leer. Ne? Und wir haben es jetzt geschafft. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück laufen schon mal. Das ist schon mal ziemlich gut. Das muss man ganz klar sagen. Wenn 6 Stück laufen. Das wären 7, 8, 9, 10. Also die 4 müssten jetzt in dem Sinne auch noch laufen. Wenn wir die auch noch zum Laufen kriegen, ja dann puh, haben wir es geschafft. Der Vorteil ist natürlich, dadurch, dass jetzt die auch wieder laufen, müssen die natürlich auch wieder produzieren. Wir brauchen mehr Kupfer und bla und so und dies und jenes und dies und das und dins. Daher 1, 2, 3, 4, 5. Dankeschön. Und gib mir den. Dankeschön. Den legen wir dann da rein. Zack. Dankeschön, so. Die muss auch laufen. Es speichert sich wirklich, Leute. Guckt euch das an. Wir haben wirklich mehr, wie wir benötigen. Erstmal noch abwarten. Es wird jetzt ein spannender Augenblick. Danke damit dann auch erstmal wieder. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis morgen. Tschüss.